Ja, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen mehr Anspannung in der Luft, weil eben diese Entscheidung ihren Schatten schon vorauswirft. Die EM 2025, natürlich auch die WM 2023. China soll ja auch den ersten Gegner an der WM simulieren, die Philippinen. Allerdings ist dieses chinesische Team sicher stärker einzustufen als die Nummer 49 der Welt. Der erste Gegner dann in Neuseeland. War gar nicht einfach, an die Spielerinnenliste zu kommen der Chinesinnen. Die Nummern, die wir zunächst bekommen haben, die stimmten nicht. Mittlerweile gibt es eine neue aktualisierte Liste, um eine Aufstellung, also eine Formation zu bekommen. Da war ein bisschen diplomatisches Geschick vonnöten. Ich hoffe jetzt, die Angaben, die stimmen, ohne allerdings dafür Verantwortung zu übernehmen. Zunächst einmal die Aufstellung der Schweiz. Doppelspitze, Fabienne Hohm, Alicia Lehmann. Und dann eben ein paar, die nicht so oft in der Startelf stehen. Serena Piubel von den FCZ-Frauen. Nadine Riesen, ebenfalls ihre Teamkollegin, auf der linken Außenbahn. Viel Technik bei Piubel, viel Tempo bei Nadine Riesen. Im Mittelfeld wird Geraldine Reuteler die Fäden ziehen vor Lia Welti, die im defensiven Zentrum den Laden dicht halten will. Und bei den Chinesinnen, da spielen 10 von 11 Spielerinnen in der Startelf zu Hause. In der chinesischen Super League, wie sie auch heißt, wie in der Schweiz. Nur eine, die kennt der geneigte Frauenfußballfan vielleicht. Die spielt nämlich bei GC Shang Linyan mit der Nummer 19. Hat ihr Studium in Wuhan für eine Saison unterbrochen, für ein Auslandabenteuer hier in der Schweiz, in Zürich, wo sie doch auch immer wieder für Highlights sorgt. Eine technisch sehr versierte, sehr wendige, trickreiche Spielerin, diese Shang Linyan, die sich also auch heute von Anfang an versuchen darf. Inka Grings verbunden mit den Analysten in ihrem dritten Spiel als Nationaltrainerin, die Meistermacherin der FCZ-Frauen, ja die Doublegewinnerin der letzten Saison, hat jetzt also gleich zwei Riesen-Highlights vor sich, die WM und die EM. Alles ist angerichtet. Schiedsrichterin Katalin Kulcsár aus Ungarn wird diese Partie jetzt eröffnen. Die Schweiz in Rot, von links nach rechts in Luzern. China von rechts nach links. Da hätte Alicia Lehmann fast schon profitiert von einem technischen Fehler. Dieses chinesische Team gilt als taktisch sehr diszipliniert. Ein bisschen, wie man das auch erwarten kann. Es ist kein Team, das mit großen Individualistinnen glänzt, sondern ein Team, das taktisch eben sehr gut funktioniert, sehr gut eingespielt ist. Jingjia Shui ist die Nationaltrainerin, 56 Jahre alt, seit 2021, also seit 2 Jahren hat sie dieses Amt inne. Zuvor war sie in der heimischen Liga engagiert, in Shanghai, und hat von dort auch einige Spielerinnen ins Nationalteam beordert. Einige davon stehen heute auch in der Startelf. Missverständnis zwischen Caligaris, auch heute wieder als Außenverteidigerin, wie schon bei den Tests im Februar. Caligaris, die unter Nils Nielsen eigentlich meistens in der zentralen Innenverteidigung gespielt hat, aber dort will Inka Grings eben Julia Stierli neben Luana Bühler sehen. Missverständnis hier mit Gael Thalmann. Und ein erster Eckball für die Chinesinnen, die im Schnitt eher ein bisschen kleiner sind als die Schweizerinnen. Also das müsste eigentlich im Luftkampf
kein Problem sein. Auf den ersten Pfosten gezogen, nicht ungefährlich diese Variante. Das ist klar, die Chinesinnen müssen sich da was einfallen lassen bei ruhenden Bällen. Und das haben sie hier ein erstes Mal angedeutet. Piobel Riesen. Insgesamt 4 Spielerinnen von den FZZ-Frauen in der Startelf. Jetzt kann man sagen, dass... kommt nicht überraschend, weil Inka Grings diese Spielerinnen natürlich sehr gut kennt. Aber es hat eben auch mit den Verletzungen zu tun. Ramona Bachmann, haben Sie gehört, an der Wade verletzt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Zhang Linyan. Die GC-Stürmerin. Gutes Doppelpassspiel. Flanke kommt, der Abschluss gefährlich. Nach 3 Minuten und 20 Sekunden. Zhang Xin. Kein Abseits hier. Perfekt gespielt. Nicht gut die Raumaufteilung da von Luana Bühler und von Viola Caligaris. Und es wird den nächsten Eckball geben, weil da der Ball noch abgefälscht wurde. Übers Tor zum Glück von Gail Thalmann. Zhang Jin. Und wieder flutscht der Ball durch den Schweizer Strafraum. Gewisse Anfangsnervosität auch hier. Missverständnis zwischen Bühler und Thalmann. Ei, und dann der Fehler. Oh, auf der Linie oder vor der Linie. Anna-Maria Zürne-Gorcevic mit der Brust. Also kein Handspiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, aber geil, Thalmann. Erst der Zusammenaktion happert mit Luana Bühler und dann rutscht ihr dieser Ball auch noch mal durch die Handschuhe. Da macht sie keine glückliche Figur, geil, Thalmann, die eigentlich heute ja nicht zwischen den Pfosten hätte stehen sollen. Eigentlich wäre dieser Job heute für Seraina Friedli vorgesehen gewesen, der FCZ-Torhüterin. Aber Seraina Friedli hat sich so erschöpft gefühlt und um eine Pause gebeten, dass Inka Grings und dem Staff des Schweizer Nationalteams nichts anderes übrig blieb, als dem Wunsch von Friedli zu entsprechen. Und deshalb heute also Thalmann im Tor. Es ist nicht klar, wer im Moment die Nummer 1 ist. Es gibt keine Nummer 1, sagt Inka Grings. Sie möchte sich erst später entscheiden. Die Schweiz hat durchaus auch talentiertes Nachwuchspersonal auf der Torhüterinnenposition. Peng zum Beispiel. Oder auch Elvira Herzog, die nachnominiert wurde für die abgereiste Seraina Friedli. Kann man jetzt natürlich wunderbar viel hineininterpretieren. Ist das clever von einer Trainerin, die eigentlich lange so sicher gesetzte Gail Thalmann womöglich ein bisschen zu verunsichern mit diesen Aussagen? Diese Unsicherheiten eben auf die Trainerin zu schieben, das wäre vielleicht auch ein bisschen einfach. Aber womöglich hilft es ja auch nicht gerade, gerade auf dieser heiklen Position, wenn man da nicht den unbedingten Rückhalt spürt. Lia Welti. Nicht der erste Fehler. Es ist ein zerfahrener Beginn der Schweizerinnen. Sowohl hinten in der Verteidigung gegen den Ball, wie auch mit dem Ball passieren da in den ersten knapp 7 Minuten erstaunlich viele Fehler. Julia Stierli.
Guter Einsatz von Lehmann, kein Foul. Könnte schießen, könnte passen, sie passt. Reuteler, Top-Möglichkeit. Nach dem tollen Einsatz von Alicia Lehmann. Die setzt hier ihren Körper ein. Gehärtet durch jetzt doch schon 4 Jahre in der englischen Liga. Gut getimtes Zuspiel an der Grenze des Abseits auf Geraldine Reuteler. Schade, hat die Spielerin von Frankfurt hier nicht eiskalt zuschlagen können. Aber vielleicht löst das ja die Nervosität im Schweizer Team. Sehen die Gegentribüne, die relativ gut gefüllt ist. Überhaupt muss ich sagen, für ein Testspiel ist das ein wirklich erfreulicher Rahmen hier für die Partie gegen China. Da spürt man schon, dass dieses Nationalteam in den letzten Jahren an Zuspruch gewonnen hat durch die Qualifikationen für Endrunden. Oh, wunderbar, Seraina Piubel, ich habe es gesagt, die Technik, die passt. Was sie noch ein bisschen zulegen muss, das ist an der Physis, sagt die Trainerin Inka Grings. Aber auch da macht sie Fortschritte, die Nummer 17 im Schweizer Team. Seraina Piubel, die Tochter von Ex-FCZ-Trainer Urs Meier. Auch in der Champions League mit den FCZ-Frauen gegen stärkere Gegnerinnen bestehen können. Das hat vor allem auch Inka Grings beeindruckt. Deshalb hier diese Nomination für die Startelf. Gut gemacht. Einmal mehr von Alicia Lehmann. Reuteler hält den Ball im Spiel. Wieder Lehmann. Die ist fast nicht vom Ball zu trennen. Der Sturz dann etwas theatralisch. Aber jetzt gewinnen die Schweizerinnen langsam an Sicherheit. Chinesinnen versuchen da relativ früh zu stören. Das hat die Schweiz tatsächlich zu Beginn auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, obwohl das Inka Grings erwartet hat. Mittlerweile haben sich die Schweizerinnen da ein bisschen besser eingestellt. Nadine Riesen unter Druck, kann sich lösen. Allerdings trifft sie da ihre Gegenspielerin. Die hat sich jetzt hingelegt, hat sich da offenbar wehgetan. Deshalb das Spiel unterbrochen. Das chinesische Team übrigens mit einem riesigen Staff hier in der Schweiz. Also da gibt es nicht nur einen Team-Car für die Spielerinnen. Hier noch einmal der Zusammenstoß. Also eigentlich war es, wenn, dann eher ein Foul der Chinesin, die Riesen auf den Fuß tritt. Nicht nur ein Team-Car für die Spielerinnen, sondern auch noch ein zweiter Bus. Für den Staff. Ein riesiger Staff. Also knickt natürlich extrem unglücklich um. Das sind so Momente, die beim Zuschauen wehtun, die jeder, der auch selber oder jede, die auch selber Fußball spielt, kennt, auf die gegnerischen Füße zu treten und dann umzuknicken. Das ist etwas vom Ärgerlichsten, das passieren kann. Die Vereinsspitze des FC Luzern mit Stefan Wolf. Unruhige Tage, unruhige Wochen.
trotzdem lässt sich Stefan Wolf diese Partie hier im Stadion von Luzern nicht entgehen. Und ich sage es gerne noch einmal, das ist auch ein Austragungsort, dann ein stolzer Austragungsort bei der Heim-EM im Juni und Juli in 2 Jahren. Chinesinnen im Moment in Unterzahl. Sehe keine Ersatzspielerin. Die verletzte Spielerin wird es noch einmal probieren. Reuteler verschafft sich Raum, wechselt die Seiten. Caligaris mit Zug nach vorne, die Flanke. Joanna Bühler, oh, missglückt. Jetzt fehlt sie hinten. Zhang Lingyan. Aber Reuteler macht das klasse, wie sie den Fehler ihrer Kollegin ausbügelt. Kriegt da Spezialapplaus von Inka Grings, die gleich daneben stand. Mittlerweile hat sie eine absolut tragende Rolle in Frankfurt. Bei einem der ambitioniertesten Clubs in der deutschen Bundesliga, Geraldine Reuteler. 5 Tore, 4 Assists. Absolut unbestrittene Stammspielerin und Leistungsträgerin. Auch wenn sie hier gerade einen Fehler macht. Selbstvertrauen bei ihr steigt von Monat zu Monat. Es läuft immer besser nach ihrem Kreuzbandriss. Marion Daube und Dominique Blanc. Vorgestern noch in Lissabon. Persönlich natürlich die freudige Entscheidung der UEFA entgegengenommen. Marion Daube war ja als Projektleiterin, als Kopf der Kampagne maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Stierli sucht eine Anspielstation. Nadine Riesen, von ihr noch nicht viel zu sehen. Verfügt über ein unglaubliches Tempo. Nadine Riesen, eine der wahrscheinlich die schnellste Spielerin in der Women's Super League. Schickt jetzt Alisha Lehmann. Ein bisschen Pech, dass es keinen Eckball gibt. Jubel. Ball sicher. Bühler. Ich höre von der Seitenlinie, dass es bei
Zhang Jin wohl doch nicht weitergeben kann. Genau hier die Einspielung, danke an die Regie. Also es muss gewechselt werden nach diesem unglücklichen Umknicken mit dem rechten Fuß. Muss Zhang Jin ausgewechselt werden. Caligaris versucht es direkt. Macht eine tolle Saison bei Levante in der spanischen Liga. Dritter Rang in der Tabelle für Levante. Sehr viele Spiele gibt es in der spanischen Liga, weil es viele Teams gibt. Caligaris spielt also nicht immer von Anfang an, aber das ist so üblich in der spanischen Liga. Auch eine Ana Maria Crnogorčević, die ihre produktivste Saison macht seit mehr als 10 Jahren, ist da nicht immer gesetzt bei Barcelona. Übrigens humpelt Zhang Jin immer noch über den Platz. Also der Ersatz ist offensichtlich immer noch nicht bereit. Oder vielleicht hat sie sich's anders überlegt in der Zwischenzeit. Da ist sie groß im Bild von Shanghai Shengli, also dem Ex-Club der Nationaltrainerin Shui. Es kommt die Nummer 18, Tang Jiali. Auch eine Spielerin von Shanghai. Das ist das zweitbeste Team in der chinesischen Liga hinter Wuhan. Dem amtierenden Meister. Pio Bell, Riesen, jetzt spielen sie die Geschwindigkeit aus. Und Reuteler wieder, der Schuss mit rechts. Ah, diesmal am weiten Pfosten vorbei. Schön, wie sie da ihre Gegenspielerin tunnelt. Und dann ist das eigentlich genau so eine Abschlussposition, die eine Offensivspielerin mag. Der Ball liegt 2 Meter vor dem rechten Fuß. Das hat Inka Grings ja im Interview gesagt mit Seraina Degen, mit unserer Reporterin, dass sie da einen Schritt nach vorne sehen möchte, was die Effizienz angeht. Und da muss man leider bemängeln, dass jetzt Geraldine Reuteler leider schon 2-mal wirklich gute Abschlussmöglichkeiten nicht hat nutzen können. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit chinesischem Background. Ein Riesenhighlight natürlich. Allzu oft kommt das ja nicht vor, dass China hier in der Schweiz spielt. Weder bei den Männern noch bei den Frauen. Natürlich kann man sich fragen, ob das politisch opportun ist im Moment. Aber diese Entscheidung, die wurde schon vor einiger Zeit gefällt. Noch vor der Zeit übrigens von Inka Grings. Die musste diese Testspielplanung, ob sie es wollte oder nicht, übernehmen. Rein sportlich kann sie damit absolut leben. China ist ein gutes Team. Auf dem Papier sogar deutlich stärker als die Schweiz. Reut hält diesen Ball im Spiel. Gute Finte, die Flanke. Dann in den Rückraum, wo keine Mitspielerin steht. So, jetzt gibt's den Eckball. Und das ist ganz sicher
eine gute Möglichkeit für die Schweiz. Dank Julia Stierli, dank Luana Bühler, dank Anna-Maria Zirner-Gorcevic, drei kopfballstarke Spielerinnen. Julia Stierli hat ja zuletzt ihr erstes Länderspieltor erzielt gegen Polen. Und Anna-Maria Zirner-Gorcevic, die hat sich schon ein paar Mal öfter in die Torschützenliste eingetragen. Nämlich 70 Mal. Reuteler. 23 Minuten gespielt. Welti schießt. Kein Handspiel. Hände waren vor dem Körper. Das war schwierig zu lösen für Caligaris. Ja, noch einmal, wir kontrollieren. Es war sogar der Kopf, nicht die Hand. Also sowieso alles korrekt. Ja, ein bisschen Arm war noch dran, aber da kann man nun wirklich keinen Elfmeter geben. Der Arm war angelegt. Sowieso gibt es hier auch keine Video Assistant Referees. Die Entscheidung, die steht. Wie in den guten alten Zeiten, mag der eine oder andere Fußballfan sagen. Oh, zu kurz. Ui. Ah, wieder ein technischer Fehler von Viola Caligaris, die bislang diesen ersten 24 Minuten keinen glücklichen Eindruck hinterlässt. Das ist die Ersatzbank mit Kumbasso, mit Riola Cemaili, mit Miriam Terschun. Achtung, Möglichkeit für die Chinesinnen. Zhang Lingyan legt ab. Aber dann ist es wieder einmal Geraldine Reuteler, die den Ball zurückgewinnt. Boah, das ist die eingewechselte Tang Jiali. Gute Flanke in der Mitte. Da ist Julia Stierli nicht nah genug dran. Sie spielen da immer wieder ein bisschen mit dem Feuer, die Schweizerinnen. Die Chinesinnen, die stehen hoch, die lauern auf solche Unsauberkeiten und ab und zu laufen die Schweizerinnen da ins offene Messer rein. Auch hier wieder Lia Welti mit einem Fehlzuspiel. 3-gegen-2-Situation. Zhang Lingyan wäre frei. Da haben die Schweizerinnen Glück, dass da die falsche Seite gewählt wird. Wuri Gumola. Missverständnis. Welti und Biubel, und ja, da hätte das Zuspiel wohl auf Zhang Lingyan kommen müssen, auf die 19 von Geze. Diesmal sehr gut gelöst von Welti. Reuteler rechts läuft, Caligaris mit. Dann kommt das Zuspiel. Das ist eine durchaus offene Partie. Also die Chinesinnen, klar, taktisch diszipliniert, aber nicht etwa defensiv stehend, sondern sehr hochpressend und auf Umschaltmomente lauernd. Und das war auch das Ziel heute dieses Tests, zu testen, eben ob die Schweiz stressresistent ist, respektive pressingresistent. Kann man bis jetzt noch nicht zu 100% mit Ja beantworten. Dafür gab es da ein bisschen zu viele Ballverluste im Spielaufbau. Moment, die Nummer 13 der Welt, China, war aber einmal eine Abs.
China stand im Olympiafinal 1996 und im WM-Final 1999. Also Ende der 90er Jahre war dieses Team aus China Weltspitze. 1999 verlor China den WM-Final in Pasadena, Kalifornien vor über 90.000 Fans erst im Elfmeterschießen. Danach verlor man den Anschluss an die Weltspitze. Andere Teams dominierten, Deutschland natürlich, aber auch andere Nationen sind vorbeigezogen. Und jetzt versucht man, diesen Anschluss wiederherzustellen. Ein erster wichtiger Schritt war der Titel, der 9. Titel an Asienmeisterschaften im Februar 2022. Und damit die Qualifikation für die WM nicht zu vergessen, denn im asiatischen Bereich, da dienen diese Asienmeisterschaften als Qualifikation für die WM-Endrunde. Sie sind schon sehr, sehr hartnäckig in den Zweikämpfen. Halbe Stunde gespielt. Viel mehr Ballbesitz für die Schweizerinnen. Zwei gute Chancen durch Geraldine Reuteler. Aber auch die eine oder andere Unsicherheit, vor allem in den Startminuten, eine spürbare Nervosität, vielleicht auch zusammenhängend mit der Vergabe der EM und der damit verbundenen Aufmerksamkeit. Und dann ist da natürlich auch ein Gegner auf dem Platz, den man nicht unterschätzen darf, auch wenn man die Spielerinnen eben nicht kennt, weil sie allesamt oder fast allesamt weit weg spielen. In China Foul von Fabienne Hum. Aber China zeigt hier, weshalb es eben deutlich höher klassiert ist im FIFA-Ranking als die Schweiz. Nicht, dass China jetzt große Vorteile hat heute, aber es ist eben deutlich besser als das, was man vielleicht vermuten würde. Gutes Zuspiel, Alicia Lehmann. Shu Huan. War hauchdünn, womöglich ein paar Zentimeter sogar im Abseits, aber gleiche Höhe im Zweifel für die Angreiferin Alicia Lehmann. Sie ist schnell, sie ist formstark, sie spielt in England zusammen mit einer Europameisterin in der Sturmspitze, mit Rachel Daly. Und sie hat mittlerweile auch ein paar Scorerpunkte gesammelt, Alicia Lehmann. 4 Tore, 5 Assists sind es bei Aston Villa in dieser Spielzeit. Als Spielerin war sie Verteidigerin. Sie war im Olympiafinal 1996 im Team, die Trainerin Shui Xingqia. Hat also diese Blütezeit des chinesischen Frauenfußballs hautnah miterlebt und ist dementsprechend auch geeignet, um eben dorthin zurückzukommen. Also nicht nur deshalb natürlich, sondern auch, weil sie auf Clubebene sehr erfolgreich gecoacht hat. Einige Schweizerinnen machen sich
warm, einige Ersatzspielerinnen. Lia Welti. Ach, Weltklasse. Dieses Zusammenspiel. Home lanciert Alicia Lehmann. 1-gegen-1-Situation. Lehmann. Und dann der Schuss übers Tor. Reuteler. Immer wieder Geraldine Reuteler. Aber diese Spielauslösung von Lia Welti nicht ganz ohne Risiko. Auch das ist Zhang Jin, die da zurückkumpelt. Mittlerweile mit verbundenem Fußgelenk. Piubel. Fabian Hohm. Das ist kein elfmeterwürdiges Foul. Fabian Hohm, die heute in der Startelf steht, ist eine Stürmerin mit ausgeprägtem Torriecher, aber nicht mit dem größten Speed. Hat natürlich auch mit dem Alter zu tun, 36-jährig ist sie mittlerweile. Hat aber schon wieder 21 Pflichtspieltore erzielt für den FCZ. Fabian Hohm hat ja auch die Schweiz an die WM geschossen mit ihrem Tor in der Verlängerung gegen Wales in der Barrage. Am Fuß getroffen von Vuri Gumula. Geraldine Reuteler. Und jetzt fehlt natürlich eine Ramona Bachmann, die sonst diese ruhenden Bälle mit viel Tempo, mit vielen Ideen aufs Tor oder vors Tor bringt. Den Job übernimmt heute auch, wie auch positionsmäßig, Geraldine Reuteler. Beide Varianten denkbar. Hereingabe oder Direktversuch. Womöglich eine Kombination aus beiden. Kommt zwar an den Ball, Anna-Maria Zörner-Gorcevic, aber findet den Winkel dann nicht, um den Ball Richtung Tor abzulenken. Sieht natürlich aus dem Augenwinkel, dass die Torhüterin Xu Huan aus dem Tor stürzt. Gute Flanke von Stierli. Ah, Parade von Xu Huan. Der Druck des Heimteams nimmt zu. Tolle Flanke von Julia Stierli. Dann ist es fast ein Eigentor der Chinesinnen. Der Nummer 4, Wang Linlin. Nächster Eckball. Die Idee war gut von Reuteler, die Umsetzung mangelhaft. Zum Glück sichert die schnelle Nadine Riesen ab.
Insgesamt 6 Ersatzspielerinnen machen sich warm. Lehmann. Auch wenn sie selber noch nicht zu einer wirklich guten Chance kam, ist sie doch sehr aktiv, Alicia Lehmann. Wir erinnern uns, David Zibung ist auch da, Mario Frick, der Trainer des FCL, Remo Meyer, also eigentlich alle aus der Führungsetage und auch dem Trainerstaff des FC Luzern. Also mir gefällt Alicia Lehmann sehr gut, weil sie da auch körperlich präsent ist gegen den Ball. Sie hat ja auch die erste gute Möglichkeit provoziert mit ihrem Ballgewinn für die Schweiz. Und jetzt ist sie da wieder dran, setzt sich durch, Lehmann legt ab und kommt zum Abschluss. Ja, wieder mal einen viralen Hit gelandet, Alicia Lehmann mit ihrem Rabona-Tor. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, wenn Sie Alicia Lehmann und Rabona eingeben auf YouTube oder auf einem anderen Medium, dann taucht das ziemlich weit oben auf. Millionen von Views auf Instagram und TikTok-Millionärin Alicia Lehmann. Abseits. Naja. Wieder ein Ballverlust von Caligaris, direkt vor den Augen von Inka Grings. Das tut schon ein bisschen weh. Caligaris spielt auch auf einer für sie eher ungewohnten Position als rechte Außenverteidigerin. Tut sie zwar auch ab und zu im Club, aber im Nationalteam, da hat sie doch in den letzten Jahren eigentlich immer als Innenverteidigerin gespielt. Und schon im letzten Testspiel, als sie auf der rechten Außenverteidigerposition spielte gegen Polen, da fühlte sie sich augenscheinlich nicht zu 100% wohl. Maria Zörner-Gorcevic holt sich den Ball tief in der eigenen Hälfte. Es ist ein bisschen wild im Moment, also nicht mal unbedingt, was die Defensive angeht, sondern eben auch im Spiel nach vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Überblick gar nicht immer, wer da wo im Moment spielt. Zörner-Gorcevic momentan am linken Flügel. Alicia Lehmann, okay, die spielt in der Sturmspitze. Foul an Caligaris und Freistoß Schweiz. Ramona Bachmann an der Wade verletzt. Spielerin von PSG.
wäre bei diesen ganzen Standardsituationen natürlich sehr wertvoll für die Schweiz. Aber Stierli macht das auch gut. Lehmann legt ab. Oh nein! Ah, Pfosten! Noch einmal! Na, das gibt's ja nicht! Es ist eine Schweizerin, die da dem Torerfolg im Weg steht, wenn ich das richtig gesehen habe. Dreifach Chance für die Schweizerinnen, die jetzt hoffentlich nicht in einen Konter laufen. Nein. Ja, das war jetzt natürlich auch eine große Portion Pech. In der 44. Minute müsste es vielleicht 1:0. Werden wir ganz sicher noch einmal zu Gesicht bekommen. Das Zuspiel auf Caligari ist zu steil. Also, die Flanke müsste man über einen Abseits noch diskutieren. Wobei, ja, sie greift nicht direkt ein. Piubel schießt dann Fabian Hohm ab. Die trifft an den Pfosten, dann der Nachschuss von Reuteler an der Torhüterin Ju. Ha, also war alles mit dabei. Fabian Hohm ganz nah an ihrem 26. Länderspieltor. Geraldine Reuteler mit dem 4. Abschluss bereits. Zhang Linyan. Welte geht auf Nummer sicher. Eine Minute noch, Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Insgesamt muss man schon sagen, das Heimteam, die Schweiz, steht hier deutlich näher am Führungstreffer. Klar, die Chinesinnen, die sind aufsässig, haben zu Beginn von einer Unsicherheit von Gail Thalmann profitiert, dann auch noch von ein paar Abspielfehlern. Und gleichwohl, was die herausgespielten Chancen angeht, das ist Urs Meier, der da seiner Tochter natürlich aufmerksam zuschaut. Die hat ja auch oft die Füße im Spiel gehabt, wenn es gefährlich wurde, Serena Piubel. Aber die Spielerin, die mit Abstand am häufigsten auftauchte, das war Geraldine Reuteler. Insgesamt 4-mal konnte sie abschließen und da müsste dann vielleicht schon ein Tor rausschauen. So steht es aber nach 46 Minuten 0:0 zwischen der Nummer 20 der Welt, der Schweiz, und der Nummer 13 der Welt, China. Viele gute Ansätze im Schweizer Team, einige Unsauberkeiten, vielleicht aufgrund einer gewissen Nervosität. Vielleicht werden wir das herausfinden in einem ersten Interview. Serena Degen steht bereit und wartet auf eine erste Gesprächspartnerin. Und wenn ich das richtig sehe, macht sich jetzt Alicia Lehmann auf den Weg zu Serena Degen. Insgesamt eine attraktive Partie mit Chinesinnen, die sich da nicht hinten reinstellen, sondern die sehr aufsässig auf die Schweizerinnen gehen, weit vor dem eigenen Tor stören und die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es eine durchaus spektakuläre erste Halbzeit zu sehen gab. Und jetzt steht Alicia Lehmann bereit bei Serena Degen. Bitte schön. Alicia Lehmann, was hat Ihnen besonders gut gefallen am Schweizer Spiel in dieser ersten Halbzeit? Wir haben Chancen gespielt. Wir hätten das Goal machen können, leider haben wir nicht getroffen. Aber ich glaube, die Chancen kommen. Jetzt in der zweiten Halbzeit können wir das Goal erzielen. Es waren eigentlich nicht so viele Chancen gehabt, wegen dem haben wir gut verteidigt, aber leider das Goal noch nicht gemacht. Was macht es besonders schwierig, gegen die Chinesinnen zu spielen? Ich finde, dass sie halt sehr physisch sind. Sie gehen sehr gute Duelle, verteidigen gut. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr physisch sein und ja, Goal machen. Merci vielmals, gute Erholung. Gut, Verdaube kommt her. Zurück in Luzern mit der größten Chance der Schweizerinnen in der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, der Schuss geblockt von Hohm, dann schießt
Hum an den Pfosten und dann der Nachschuss, der dann auch hängen bleibt. Das ist sinnbildlich für die vergebenen Möglichkeiten für die Schweizerinnen, die in der ersten Halbzeit das deutlich aktivere, gefährlichere Team stellte. Das aber auch jetzt zwei Wechsel vornehmen wird, so wurde mir gemeldet, für die zweite Halbzeit. Miriam Terschun und Noel Maritz werden kommen. Das ist Terschun, ich nehme an, ohne es mit Sicherheit zu wissen, dass sie für Fabian Hum kommen wird, und Noel Maritz ziemlich sicher für Nadine Riesen. Rings, das waren ziemlich sicher abgemachte Wechsel. Das hat nichts mit der Leistung zu tun, sondern das sind Dinge in Testspielen, die meistens schon vorab kommuniziert wurden. Noel Maritz kommt übrigens nicht für Nadine Riesen. Die sehe ich immer noch auf dem Platz. Sondern für Viola Caligaris. Okay, das ist dann vielleicht doch zusammenhängend mit dem Auftritt. Denn Viola Caligaris, der gelang heute wenig bis gar nicht. Wünscht sie, oder wünscht besser gesagt, ihrer Nachfolgerin Glück für die zweite Halbzeit, Viola Caligaris. Geraldine Reutler hatte selber den Führungstreffer insgesamt viermal auf dem Fuß. Auch bei den Chinesinnen gibt es einen weiteren Wechsel. Und zwar geht Wang Linlin raus und Fang Jie. Das kommt Yang Lina mit der 13 und mit der 8 Yao Wei. Also Terschun kommt wie angekündigt für Fabian Hum. Spielte auch lange Jahre bei den FCZ Frauen, mittlerweile in Frankreich engagiert. Miriam Terschun allerdings in akuter Abstiegsgefahr mit ihrem Club Dijon. Und die zwei Wechsel bei den Chinesinnen. Yao Wei, auch eine Spielerin, die in China spielt, Wuhan. Und Yang Lina, das ist jetzt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist eine Spielerin, die in Spanien spielt, bei Levante, Teamkollegin von Viola Caligaris. Aber die beiden haben sich jetzt also knapp verpasst. Caligaris verlässt das Spiel. Wang kommt neu rein. Wäre Inka Grings mit einem 0:0 zufrieden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Siegergehen ist bei der Deutschen tief eingepflanzt. Sie ist eine Torjägerin allererster Güte gewesen als aktive Spielerin. Also möchte sie ganz sicher auch das ein oder andere Tor sehen der Schweiz. Sie waren nah dran. Sie kriegen weitere 45 Minuten, es besser zu machen. Von rechts nach links jetzt die Schweiz, China in Gelb von links nach rechts. Ausgeführt, aber der Ball stand nicht am richtigen Ort. Thank you.
46. Spielminute Auswechslung Team Volksrepublik China. Anstelle von Nummer 4 Wang Lin kommt einfach aufs Spielfeld Nummer 8 Yao Wei. Und von Team Nummer 21 wird gesetzt durch die Spielerin Nummer 13 Yao Lina. 46 minute substitution Team People's Republic of China. Wang Lin, number 4, will be replaced by Yao Wei, number 8. And Fang Tie, number 21, will be replaced by Yao Lina, number 40. Spielweise der Gäste hat sich wenig geändert. Die sind nach wie vor da sehr offensiv verteidigend, also sehr hoch verteidigend. Nach wie vor wenig Zeit für Gael Thalmann, für Julia Stierli, um ein geordnetes Aufbauspiel aufzuziehen. Das macht sie wirklich gut, die Chinesinnen. Das ist eine oder wahrscheinlich die große Stärke des Asienmeisters von Shui Jingjia. Läuferisch überragend dieses Team. Problemlos glaube ich, dass die Chinesinnen hier dieses Pressing durchziehen, über 90 Minuten. Schön abgelegt von Reuterer. Schiedsrichterin lässt Vorteil laufen. Dann startet der Schuhn, wieder ist Chu Huan weit vor dem eigenen Tor. Naja. Dann der Arm von Dou. Der ging Richtung Gesicht von Meriam Terschun. Eigentlich eine gelbe Karte für mich. Schauen wir uns das noch einmal an. Sie schaut hin. Ja, klare gelbe Karte. Also für genau solche Aktionen ist dieser gelbe Karton in der Brusttasche eigentlich. Dou Jiaxing mit dem Arm gegen den Kopf von Meriam Terschel. Es gibt Freistoß, immerhin das. Nadine Riesen außerhalb des Bildrandes wäre anspielbar, links. Aber Reuterer schlägt den Ball zur Mitte. Terschel. Jean Lignan getroffen von Neuenmaritz. Eine der auffälligeren Chinesinnen, auch heute die 22-jährige Offensivspielerin von den Grasshoppers. Bin gespannt, ob sie ihr Auslandabenteuer nach dieser Saison beendet, zurückkehrt nach China oder ob sie vielleicht ihre internationale Karriere in einer größeren Liga fortsetzen wird. Erster Schuss in der zweiten Halbzeit geht aufs Konto der Chinesinnen. Die Spielerin von Wuhan, Lou Jiahui. Ah, stimmt nicht, ich bin verrutscht um eine Zeile. Nummer 13 heißt nicht Low, sondern Yang. Das ist die Levante-Legionärin. Es hat da von den Rückennummern so viele Änderungen gegeben, dass ich ab und zu Mühe habe, da die Übersicht zu bewahren. Ich bitte um Verzeihung.
Außerhalb des Bildausschnitts ist Alicia Lehmann in voller Spurtschnelligkeit in die Spitze durchmarschiert und ärgert sich meiner Meinung nach zu Recht, dass es da zu lange geht. Ab und zu schaffen es die Schweizerinnen dann nicht, schnell umzuschalten. Und das war eigentlich ein Hauptfokus für die heutige Partie. Diese Umschaltmomente natürlich. Versucht China das zu verhindern mit diesem Pressing, klar. Aber ab und an wünschte ich mir da ein bisschen mehr Mut. Gerade mit diesen schnellen Spielerinnen Alicia Lehmann und Miriam Terschun. Da könnte man es ab und zu einfach auch wagen, den Ball in die Spitze zu schlagen. Jetzt vielleicht. Da kommt der Ball für Terschun. Wunderbar gemacht. Welti, Riesen, kriegt sie denn noch? Der Weg ist weit, er ist sehr weit. Oh, die Fotografen leben gefährlich. Und sie schafft es, zumindest einen Einwurf für die Schweiz herauszuholen. Alles heil geblieben? Ich glaube schon. Die von Arsenal hat sich gesteigert im heutigen Spiel, auch in der Saison mit Arsenal. Eine Siegesserie für den Club aus London, der nur noch 2 Verlustpunkte hinter der Spitze liegt, hinter Chelsea. Nach Verlustpunkten wohlgemerkt. Und es gibt noch ein Direktduell gegen Chelsea London. Also Lia Welti und auch Noel Maritz, die ja bei Arsenal spielt. Die beiden Teamkolleginnen haben nach wie vor die Chance, den Meistertitel zu gewinnen. Hier noch einmal. Wow. Klasse, dass sie da auf den Beinen bleibt und dann gleich wieder nachsetzt, Nadine Riesen. Ansonsten von ihr offensiv noch nicht die erhofften Impulse. Ein Ball für Gael Thalmann. Also eine bewachen die Chinesinnen besonders eng, Anna-Maria Zörner-Gorcevic. Wenn sie den Ball kriegt, dann nur in der Rückwärtsbewegung. Alaya Pilgrim ist das, die stand auf der Liste der Reservespielerin. Thank you.
Jetzt ziehen sich die Chinesinnen das erste Mal hinter die Mittellinie zurück und versuchen hinten massiert zu verteidigen. Fünferkette im Moment. An der Grenze dieser Körpereinsatz von Crnogorčević. Die Schiedsrichterin lässt das durchgehen. Sie muss einiges einstecken, Crnogorčević, in ihrem 144. Länderspiel. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass Crnogorčević, aber auch eine Ramona Bachmann ihre Karrieren, ihre Länderspiel- oder ihre Nationalteamkarrieren noch einmal verlängern bis 2025, bis zur Heim-EM. Ramona Bachmann gleich alt, 32 Jahre jung sind die beiden. Crnogorčević und Bachmann mit weit über 100 Länderspielen. Sehr, sehr erfahren und sehr, sehr wichtig nach wie vor. Riesen geblockt. Bühler. Super Einsatz von Alicia Lehmann, nicht zum ersten Mal. Also da holt sie sich zurecht Sonderapplaus ab, Terschun. Und dann kommt Serena Piubel nicht an diesen Ball ran. Auffälliger Beginn von Serena Piubel. Mittlerweile schafft sie es nicht mehr so oft, sich da durchzusetzen gegen die robust spielenden Chinesinnen. Serena Piubel. Aber zuvor dieser Einsatz, klar, das war schon auch ziemlich rustikal von Alicia Lehmann. Aber es war auch nötig. Piubel. Schade. Hier noch einmal, da kommt Lehmann und Rums, die Chinesin, fliegt. Lou Jiahui. Jetzt gibt es die erste gelbe Karte gegen Meriam Terschun für ein Zurückhalten. Ist korrekt, kann man so sehen. Hätte allerdings auch gelb geben müssen gegen ihre Gegenspielerin, die ihr den Ellenbogen ins Gesicht gerammt hat. Die Wechsel 4 und 5 bei den Chinesinnen. Es kommt Wang Shuang, die in Amerika spielt. Und es kommt Liu Yangchu für Wuri Gumula, die in der Offensive gespielt hat. Mal schauen, wie sich das auswirkt auf die tatsächliche Formation. Und auch die Schweiz übrigens bereitet einen Doppelwechsel vor. Naomi Mekro und Sandrine Moron stehen bereit an der Seitenlinie. Schönes Zusammenspiel. Oh, ist das... Tolle Kombination, dann der Schuss, etwas schwach von Zhang Linyan. Aber schauen Sie mal dieses Direktspiel an. Hätte eine Riesenkiste geben können, hätte Zhang Linyan
etwas mehr Wucht hinter den Ball gebracht. Oder auf den Ball, besser gesagt. Lehmann läuft unten. Das geht zu lange. War abseits verdächtig, Lehmann. Ja, und dann ist die Fahne oben. Aber hier kommt das Zuspiel wieder einmal viel zu spät. Also. Seraina Pupel, das war ihre letzte Aktion. Ersten Halbzeit durchaus mit guten Noten, in der zweiten, da hat es nicht mehr so gut funktioniert bei Piobel. Sandrine Morand ersetzt sie und Julia Stierli, die gefiel mir sehr gut, vor allem auch mit den Flanken, die sie zur Mitte geschlagen hat. Die waren immer gefährlich, immer scharf und punktgenau. Die FCZ-Verteidigerin wird ersetzt durch eine andere FCZ-Verteidigerin, durch Naomi Megru. Megro spielt jetzt auf rechts als Außenverteidigerin und Noel Maritz, die gelernte Außenverteidigerin, spielt wie schon gegen Polen in der Innenverteidigung. Was sie vor diesem Polenspiel seit Juniorenzeiten nie mehr getan hat. Aber Inka Grings traut ihr das zu. Schön gemacht, Riesen. Ah, schöne Ballannahme, Reuteler zurückgezogen. Naja, oh, das möchte ich gerne noch einmal sehen. Legt sich den Ball davor, dann geht der Arm raus. Boah, also... Yahweh. War grenzwertig, mindestens. Also da war sie nicht wirklich am Ball dran, nicht, dass sie ja den Ball abgedeckt hätte, sondern da hat sie wirklich einfach nur Geraldine Reuteler gebremst mit dem Arm. Da hätten sich die Chinesinnen nicht über einen Elfmeterpfiff beklagen dürfen. Minuten gespielt. Da bringen sich die Schweizerinnen selber in Gefahr. Luana Bühler. Aufgepasst auf die kurzen Bälle, auch hier wieder auf den ersten Pfosten. Und der Schuss geblockt. Zweimal, wenn ich das richtig gesehen habe, von Lia Welti. Die sich da wehgetan hat, Lia Welti. Schön abgelegt. Und dann einmal Welti. Bringt den Ball nicht richtig weg. Und dann wird sie gleich noch einmal abgeschossen.
Ziemlich ruppig mittlerweile die Zweikämpfe. Schiedsrichterin muss da schon ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht überbordet. Zöne Gorcevic, endlich hat sie mal ein bisschen Platz. Nimmt er schon mit. Also dieses Tackling da von Nadine Riesen, Hochrisiko. Zum Glück trifft sie da die Gegenspielerin nicht. Aber auch die chinesischen Spielerinnen ziehen da nicht zurück in diesem Testspiel. Es wurde schon ein paar Mal gefährlich nach ruhenden Bällen. Da müssten die Schweizerinnen jetzt auch mal Profit schlagen. Stierli ist nicht mehr auf dem Platz, aber mit Zürne Gorcevic gibt es da immer noch eine Zielspielerin. Luana Bühler natürlich auch. Bühlers Kopf wird auch gefunden, aber die findet das Tor nicht. Schönes Direktspiel. Megro, vier Schweizerinnen im Strafraum, aber der Ball kommt nicht dorthin. Die Spielanlage hat sich schon ein bisschen verändert. Plötzlich sind es die Chinesinnen, die da viel Zeit haben mit dem Ball, die wahrscheinlich sogar mehr Ballbesitz haben in den letzten 10, 15 Minuten als die Schweizerinnen. Sie verteidigen auch etwas tiefer. Sind sie zufrieden mit diesem 0:0, die Chinesinnen? Es wirkt ein bisschen so, oder es ist einfach nur eine andere taktische Variante, die sie hier einüben wollen im Hinblick auf die WM. Dort ist China übrigens in einer Gruppe mit Europameister England, mit Haiti und mit Dänemark, Gruppe D. Schweiz in einer Gruppe mit den Philippinen, mit Neuseeland und mit Norwegen. Das Spiel gegen Norwegen, das soll am Dienstag simuliert werden mit dem nächsten Test gegen Island.
Das geht relativ einfach für Zornogorcevic. Gibt es wieder zwei Allspielstationen. Lehmann etwas in den Rücken gespielt. Nehmt Riesen mit. Riesens Flanke. Ah, sie schießt Terschun ab und die steht auch noch im Abseits. Es ist ein bisschen sinnbildlich. Terschun, die weiß natürlich, dass sie da im Abseits steht, aber sie muss ja irgendwohin durchlaufen. Chinesinnen stellen die Abseitsfalle und die Schweizerinnen tappen hinein. Ein bisschen symbolhaft, dass es den Schweizerinnen nicht gelingt, diese Bälle wirklich präzise in die Tiefe zu spielen. Mit den schnellen Stürmerinnen, mit Lehmann, mit Terschun. Da machen die Schweizerinnen zu wenig. Das geht entweder zu lange, bis dieser Ball kommt, oder dann ist er eher in den Rücken gespielt. Aber so wirklich gut kam ein solcher Ball nie in den Lauf von Terschun oder Lehmann oder in der ersten Halbzeit Fabian Hohm. Dabei gibt es durchaus Platz auf den Flügeln. Das ist zu sehen. Rund 4.300 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion bei diesem Testspiel. Das ist eine mehr als respektable Zahl. Man darf nicht vergessen, dass der Rekord, der Länderspielrekord, bei rund 10.000 Personen liegt, aufgestellt vor der EM gegen Deutschland im letzten Grund. Insofern ist diese Zahl bei einem Testspiel im April vielversprechend. Der Nachteil natürlich der Vergabe der EM in die Schweiz besteht darin, dass es keinen Ernstkampf mehr gibt hierzulande bis eben im Juni 2025. Riola Cemaili bereitet sich für einen Einsatz vor. Viertelstunde noch zu spielen. Enorm kompakt, die Chinesinnen. Also die letzte Chinesin, die steht nur etwa 5 Meter hinter der Mittellinie. Jetzt natürlich weichen sie ein bisschen zurück, aber das meine ich damit, dass eigentlich diese schnellen Spielerinnen lanciert werden müssten mit Bällen über die letzte Verteidigungslinie. Das gelingt fast nie. Daran müssen die Schweizerinnen ganz sicher noch arbeiten. Jetzt setzt sich Zornogorcevic durch. Zornogorcevic. Terschun. Vorteil für die Schweiz. Tiefer, tiefer, schreit Inka Grings zu Miriam Terschun. Also offensichtlich sollen sich die Schweizerinnen jetzt eher defensiv sortieren und ein engmaschiges Netz aufziehen. Riesen und Bühler. Achtung, wo ist Thalmann? Sich da neben dem Tor angeboten als Anspielstation.
Yang Zhu. Gao Chen. Dou Jiajing. Abseits, Fahne ist oben von Wang Xuan. Also jetzt kommen zwei frische Kräfte, Marion Re und Riola Cemaili. Für Anna-Maria Zörner-Gorcevic, die erst in den letzten Minuten so richtig aufgedreht hat, in Erscheinung getreten ist offensiv. Sicher nicht der beste Auftritt von Zörner-Gorcevic. Und Geraldine Reutler, die wird sich ganz sicher ärgern über die verpassten Chancen in der ersten Halbzeit. Aber es war ein engagierter Auftritt. Sie hat die Verantwortung übernommen und sie hat viel Einfluss genommen auf die Partie im offensiven Mittelfeld. Jetzt darf sich noch die junge Riola Cemaili probieren. Die hat eben einen Wechsel zu Wolfsburg verkündet. Zu einem absoluten Spitzenteam, dem momentan zweitplatzierten Team in der Bundesliga. Also da tut sie den nächsten Karriereschritt im Sommer, Riola Cemaili. Die Frage ist, kommt dieser Schritt zu spät für die WM? Im Moment scheint im Mittelfeld Reuteler gesetzt, Velti sowieso. Da hat es wenig Platz für Riola Cemaili. Ah, Velti mitten ins Gesicht. Da gehen die Lichter aus. Hoffentlich bald wieder an. Unglücklich. Hat den Ball auch spät gesehen, also auch nicht eine große Körperspannung gehabt. Dann schüttelt es den Kopf noch ein bisschen mehr durch. Da sollte man jetzt kein Risiko eingehen bei der wichtigsten Spielerin im Schweizer Team, bei Lia Velti. Sollte da eine Gehirnerschütterung vermutet werden, gibt es ein ganz offizielles Protokoll. Dazu gehören natürlich auch ein paar Fragen, ein paar andere Tests. Hier der Ball, also sie sieht ihn schon kommen, aber sie dreht sich dann weg und das ist ein echter Kinnhaken, den sie da erwischt. Von der Seite. Das ist Commitment von diesem Fan. So warm ist es noch nicht am 6. April. Und Commitment ist auch das Zeichen oder der Einsatz von Lia Velti, die gerne weiterspielen möchte. Moment, die Schweiz noch zu zehnt. Jetzt ist sie zurück auf dem Platz. Oh, China mit der besten Möglichkeit aus dem Nichts schon fast. 82. Minute. Da passen sie nicht gut auf, die Schweizerinnen. Nach dieser Kopfballstaffette
stimmt die Zuteilung nicht in der Innenverteidigung. Es kann ja nicht der Job sein von Lia Velti, diese Spielerin zu markieren. Da müssen sich Noel Maritz und Luana Bühler aufteilen. Aber noch einmal, Noel Maritz ist eben keine Innenverteidigerin. Da haben sie Glück, dass Tang Jia Li direkt auf Gael Thalmann zielt. Das wäre bitter gewesen, nach diesem Auftritt hier noch als Verlierer vom Platz zu gehen. Insgesamt lesen sich jetzt die Testspielresultate unter Inka Grings nicht gerade berauschend. 1:1 und 0:0 gegen Polen. Jetzt ein weiteres 0:0 nach 83 Minuten gegen China. Dabei, wenn man sich die Statistiken anschaut von Inka Grings mit ihren über 300 Bundesliga-Toren, dann hätte man ja erwarten können, dass die Schweiz auch offensiv spielt und torreich spielt. Aber man sieht jetzt schon auch in dieser Schlussphase, dass Inka Grings Wert auf taktische Disziplin legt, auf eine kompakte Defensive. Die Meldung an die vor allem jungen Fans, doch bitte hinter den Abschrankungen zu bleiben. Das hat ein bisschen eingerissen, diese Unart, dass da nach Schlusspfiff viele Kinder das Spielfeld gestürmt haben. Das ist nicht professionell, auch wenn es verständlich ist. Terschun. Also die Chinesinnen, die sind jetzt in dieser Schlussviertelstunde das gefährlichere Team. Kerniges Tackling. Doppelpass Lehmann, wie viel Kraft ist noch da? Holt einen Freistoß heraus. Und Inka Grings, die hat sich gerade fürchterlich geärgert. Vielleicht ist sie da noch am Bildrand zu erkennen. Ja, man kann es erahnen. Es waren schon ein paar Fouls mit dabei, die man nicht unbedingt in einem Freundschaftsspiel sehen möchte. Ich denke da zum Beispiel an den Ellenbogenschlag gegen Terschun. Riesen. Eckball Schweiz. Sie ist trotz dieses 0:0 eine der Gewinnerinnen, Alicia Lehmann. Nicht nur mit ihren offensiven Aktionen, sondern auch mit ihren Balleroberungen, mit ihrem körperlichen Einsatz. Da zeigt sie, dass sie zugelegt hat im Zweikampf und eben auch Räume vielleicht öffnen kann für die Teamkolleginnen. Auch jetzt legt sie sich wieder mit der Gegenspielerin an. Ein bisschen plakativ formuliert kann man sagen, der Schein, der äußerliche Schein, der trügt. Alicia Lehmann, die kann kämpfen.
Gute Seitenverlagerung von Cemaili. Dershun. Megro läuft mit. Es gibt einen Offensiv-Foul. Und ich kann es nachvollziehen, da hatte der schon eigentlich keine Chance auf den Ball, hat sich da einfach nur in die Gegnerin geworfen. Guter Einsatz, Riesen, kein Foul. Cemaili wäre anspielbar. Riesen sucht er schon zu weit. Ah, wieder ist das letzte Zuspiel nicht genau genug. Großer Einsatz von Riesen. Und klar, der Ball muss kommen auf der schon, aber etwas genauer wäre wünschenswert. Das dauert jetzt aber sehr lange. Letzte Minute der regulären Spielzeit. Akrobatisch der Einsatz von Re. Und dann geht's schnell. Aber es kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Terschun, da kommt das Zuspiel in den Lauf. Und unten läuft Riesen mit. Terschun alleine, Terschun wird abgedrängt. Megro. Moran aus der Drehung. Das wäre ein Ding gewesen. Sandrine Moran. Schwierig zu nehmen, aber technisch wunderbar anzuschauen. Sandrine Moran. 80 cm fehlen zum Torerfolg. 3 Minuten werden nachgespielt. Sandrine Moran, eine der besten Spielerinnen in der Women's Super League beim Tabellenleader bei Servette FC Genois. Femina, wie der Club in Gänze heißt. Also von der Intensität her muss ich sagen, eine tolle Partie, immer noch offen. Zhang Linyang, Pfosten und jetzt mit vereinten Kräften. Noch ist die Gefahr nicht bereinigt. Oh, durchatmen nach diesem Pfostentreffer. Jetzt steht es also da auch 1:1 unentschieden. Nach dem tollen Dribbling von Zhang Linyan. Lia Welti klärt und steckt den nächsten Schlag ein. Also die wird morgen nicht so rund laufen, Lia Welti. Boah, voll gegens Knie. Kopftreffer erwischt. Einmal hat es den Fuß erwischt, einmal das Knie. Letzter Wechsel bei den Chinesinnen. Xiao Yuyi. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir mittlerweile so viele Wechsel, dass diese Partie wohl nicht in die Statistiken eingehen wird, weil eben die Regeln für Testspiele nicht eingehalten wurden. Das war, glaube ich, der 7. Wechsel. Noch einmal, Thalmann.
letzte Minute. Dann doch noch ziemlich wild in den letzten Minuten. Cemaili gegen drei. Setzt sich durch. Moron. Elti. Wohin mit dem Ball? Rückwärts. Bis zum Ende sehr lauffreudig, sowohl die Schweizerinnen wie auch die Chinesinnen. Also da habe ich das Gefühl, hat die Schweiz unter Inka Grings einen Schritt nach vorne getan. Was nicht gelingt, ist ein erster Sieg unter Inka Grings. Es ist das dritte Testspiel, das dritte Unentschieden nach einem 1:1, einem 0:0 in den beiden Testspielen gegen Polen. Jetzt ein 0:0. Gegen das beste Team aus Asien, gegen China, die Nummer 13 der Welt. Das ist aller Ehren wert. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass die Schweiz dem Sieg über 90 Minuten näher stand. Aber es hätte auch auf die andere Seite kippen können am Ende. Pfostenschuss von Zhang Linyan, der GC-Stürmerin. Alisha Lehmann sicher eine der auffälligsten in der Offensive. Und hätte sie mehr Bälle bekommen und ihre Stärken besser zeigen können, dann wäre sie wohl auch aufgeführt gewesen in der Torschützinnenliste. So bleibt ein Eindruck von Schweizerinnen zurück, die ein bisschen nachlässig waren in der Offensive. Die Ineffizienz, die Inka Grings schon gegen Polen bemängelt hat, sie war auch heute wieder zu sehen. Alleine Geraldine Reutel hatte vier Möglichkeiten aus guten Abschlusspositionen. Aber auf der anderen Seite war das physisch auf absolut höchstem Level gegen ein Team, das nahe an der Weltspitze dran ist, gegen die Chinesinnen. Haben die körperlich dagegenhalten können. Also viel Positives, sicher auch ein paar negative Eindrücke. Mal schauen, was Geraldine Reuteler zu sagen hat bei Serena Degen. Geraldine Reuteler, wieder ein 0:0, wie schon gegen Polen, gilt gegen China. Sie hat auch ein paar Chancen gehabt, eben wieder kein Goal. Ärgert sie das am meisten, dass das mit dem Torerfolg noch nicht so klappt? Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben über 90 Minuten eigentlich eine solide Leistung gezeigt. Wir haben ein paar Chancen gemacht, wo wir auch ein Goal machen konnten. Ja, am Schluss ist es schade, aber das Spiel war voll okay gewesen. Es hat eine Szene hier im Strafraum hinter Ihnen. Wie haben Sie die Szene erlebt? Sie sind etwas zurückgerissen worden, haben Pfiff gewartet, aber es ist kein Kopf. Ja, ich habe auf einen Pfiff gehofft. Ja, ich habe das Gefühl, sie haben mich recht am Boden zerrt und ich wäre schon am Ball gekommen. Aber ja, der Schiri hat entschieden. Und wie war es so gewesen, eben zu Luzern spielen? Sie hat gestern gesagt, in der Forscherpresskonferenz etwa 40, 50 Leute aus Familie, Freundeskreis. Wie war es gewesen, zu Luzern? Ja, sehr schön. Also, es war ein schönes Erlebnis gewesen. Meine ganze Familie ist hier und ja, von dem her war es wirklich schön gewesen. Wunderbar, schöne Ostern, merci. Es war sicher schön zu spielen, aber noch schöner wäre es gewesen, natürlich den 40 oder 50 eingeladenen Gästen einen Torerfolg zu schenken. Luana Bühler ist ja auch von hier aus der Region, hätte sicher auch gerne den Verwandten hier im Stadion einen Sieg geschenkt. Lia Velti. Hoffentlich erholt sie sich rechtzeitig für das Spiel. Es geht ja weiter dann am Dienstag gegen Island. Ich bin gespannt, in welcher Formation das die Schweiz dann dort spielen wird. Das ist übrigens wieder ein Gegner, der höher klassiert ist als die Schweiz. Island ist die Nummer 14 der Welt. Also da darf man schon von einem gelungenen Test sprechen, wenn man da bestehen kann gegen China. Geraldine Reutelers Trikot ist sowieso beliebt. Hier in Luzern hat ja auch hier gespielt. Aber so mit einem ersten Sieg, das wäre schon schön. Wenn das klappen würde, dann gegen Island am Dienstag
in Zürich. Wir warten noch auf weitere Stimmen, denke ich. Aber im Moment sind die Schweizerinnen, die Spielerinnen beschäftigt, damit sich bei den Fans zu bedanken. Also was wirklich schön zu sehen war, dass nicht nur die Schweizer Fans hier für Stimmung gesorgt haben, sondern auch die China-Fans, sehr lautstark. Die Stimmung war wirklich ausgezeichnet. Ja, und jetzt hat sie wieder einen Interviewgast. Serena Degner, ist die Kapitänin, Lia Welti. Lia Welti, ihr hat einiges müssen einstecken heute. Es war ein sehr intensives Spiel gegen China. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, am Schluss ist es dann nochmal sehr physisch geworden, weil wir auch in den Ball abgeben in gefährlichen Phasen im Spiel, gefährlichen vor unserem Goal eigentlich. Und ja, dann ist es physisch geworden, unnötig, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich haben wir es recht im Griff, kann ich viele Chancen zu, glaube ich, die letzte vor dem Schluss. Es ist wieder ein 0-0, wie schon gegen Polen im Februar. Jetzt kommt die Frage nach dem Goalschießen. Geraldine Reuter hat vorhin gesagt, ja, es sei ein okayes Spiel gewesen, aber eben schade, dass das mit dem Goalschießen nicht geklappt hat. Wie fest ärgert Sie das? Ja, natürlich ärgert es. Wir brauchen ein Goal, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, wir haben heute auch ein paar Chancen gehabt, wo wir ein Goal machen können. Vielleicht brauchen wir jetzt einfach ein bisschen Glück, für das erste Goal wieder reinzuschießen, dass es Selbstbewusstsein für unsere Offensivspielerinnen gibt. Aber ich glaube, es war ein guter Gegner, ein Team, das die WM geht, und von dem her ein guter Gradmesser für uns. Die nächste Chance zum Goalschießen ist nächste Dienstag gegen Island. Das wird wahrscheinlich ganz